Es war einmal vor einer langen Zeit, gefühlt schon eine Ewigkeit. Durch den Wind des Schicksals, geschwind wurde mir ein Bike zuteil. Es hatte schon so manchen Ride hinter sich gebracht, aber dennoch habe ich gedacht, wow, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Schon nach den ersten Fahrten wollte ich mehr, dennoch wusste ich auch, es müsse bald ein neues her. Denn Drops, Gaps und Sprünge waren für das alte Bike zu große Schwünge. Dennoch fuhr ich noch oft, ob allein oder zu zweit, es war immer eine tolle Zeit. Tag für Tag verbrachte ich auf der Suche im Internet auf tausenden Seiten, bis ich es verfluchte. Ein neues Bike zu finden noch im Januar schien unmöglich. Doch dann stoß ich auf einen Hersteller, der klang sehr löblich. Ab diesem Tag las ich viele Testberichte. Doch umso mehr ich las, machte es meine Träume zunichte. Die Nichtverfügbarkeit, ein Fluch, der sich machte breit über das ganze Land. Und er hatte schnell die Überhand. Doch ich gab nicht auf und die Geschichte nahm weiter seinen Lauf. Mein Bro und ich waren uns sicher, ein Canyon Talk, ein Mann, ein Wort. Wir wollten es haben, doch der Preis war sehr hoch. Konnten wir es wirklich wagen? In vielen Träumen, Tag ein, Tag aus, suchte es uns heim. Am schlimmsten war es, wenn wir waren allein. Deswegen telefonierten wir jeden Tag, denn wir brauchten einander Rat. Was wollen wir tun? Oder lassen wir womöglich diesen Traum vorerst ruhen? Nein, wir konnten es nicht. Entgegen aller Widrigkeiten wollten wir diesen Drahtesel reiten. Mit diesem Entschluss dauerte es nicht mehr lang und eines Abends bestellten wir. Und nun sind wir hier. Da stehst du nun neben mir, mein neuer Freund, mein neuer treuer Gefährte. Was mich diese Zeit lehrte, ein Bike zu kaufen während Corona geht einem schon ordentlich auf den Sack. Denn der Fluch der Nichtverfügbarkeit zackt. Nun hoffe ich nur noch eins, dass die Größe auch wirklich passt, denn eine Probefahrt war natürlich nicht möglich. Und wenn ich dich jetzt zurückschicken müsste, wäre es für mich eine große Last. Okay, mein kleines Canyon Talk, das ist dein neues Zuhause und kein anderer Ort. Lass uns unsere Reise beginnen und mit einem Lächeln an die Vergangenheit entsinnen. Denn nun geht es los, wir starten unser Abenteuer. Und hoffentlich wird dieses Hobby nicht noch viel teurer.